Hallöchen, schön, dass du eingeschaltet hast und dass du da bist. Ich möchte dir berichten von meiner Zeit, die ich im ZEK verbracht habe. Das ZEK ist eine Gemeinschaft, die ist zwischen Berlin und Leipzig. Ich habe schon viel davon gehört und diesen Sommer hatte ich die Chance, das mal leibhaftig sozusagen kennenzulernen und habe da halt auch ja, einen wundervollen Ort gefunden und deswegen möchte ich das gerne mit dir teilen, weil wenn du diesen Kanal schaust, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Ort vielleicht auch was für dich ist. Und ich finde es immer wundervoll zu wissen, wo gute Orte sind und ich habe mich da einfach wirklich richtig zu Hause gefühlt und will dir einfach mal so ein bisschen erzählen, was ich da so erlebt habe. Ich war jetzt insgesamt zweimal dort. Und das erste Mal war im August, im Sommer. Ich bin da als Sommergast hingekommen. Diese Gemeinschaft, ich vergesse immer den letzten Buchstaben, Zentrum für Experimentelle. Ich blende es mal unten ein. Ich schaue dann auch mal in Ruhe nach, was dieses ZEK, diese Abkürzung wirklich heißt. Ihr seht, Namen sind bei mir nicht so geläufig oder nicht, kann ich mir nicht so gut merken. Aber es tut ja nichts zur Sache. Also ich wusste im Vorhinein, dass die drei wichtigen Säulen, die dort im ZEK thematisiert sind, und zwar Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Liebe, Partnerschaft, Sexualität, Beziehung, dass das so die wichtigsten Themen sind. Und das sind auch drei Themen, die für mich wirklich richtig zentral sind in meinem Leben. Und deswegen dachte ich schon, dass es gute Voraussetzungen sind. Und auch die Menschen, die ich kenne, die da sozusagen schon waren, sind auch mir nahe Personen. Also war die Chance schon groß, dass es mir dort gefällt. Aber ich wusste es nicht. Ich hatte auch keine Erwartungen. Ich wusste, wer mich schon länger verfolgt, ihr wisst, ich bin auf der Suche nach einer Gemeinschaft im Grünen, auf dem Land. Und so habe ich mir auch diesen Sommer verschiedene Gemeinschaften angeschaut, so auch diese. Das ZEK ist eine Gemeinschaft, wo circa, ich habe da verschiedene Zahlen gehört, aber circa so 120 Menschen zusammenleben. Sagen wir mal 100 bis 120 Menschen zusammenleben und auch einen Seminarbetrieb mit dabei haben. Eine Ausbildungsstätte ist es auch. Die haben auch einen eigenen Garten, wo sie ökologisches Gemüse anpflanzen, was dort halt dann auch verarbeitet wird. Also im Sommer schaffen sie es fast komplett, sich aus diesem Garten zu ernähren, also die ganze Gemeinschaft und auch die ganzen Gäste. Also da ist wirklich viel, viel los gewesen. Und ich hatte mich als Sommergast dort angemeldet. Also man hat die Chance, diesen Ort auf verschiedene Arten kennenzulernen. Man kann da nicht einfach so hinfahren und mal eben über das Gelände laufen, das wollen die nicht, sondern sie möchten schon, dass man immer irgendwie einen Bezug hat. Und das finde ich auch ganz schön, dass man irgendwie eingebunden ist. Und du hast halt die Chance, entweder an einem der tollen Seminare teilzunehmen oder kostengünstiger, wenn man einfach mal ein bisschen unverbindlicher den Ort kennenlernen möchte, dann kannst du zum Beispiel als Sommergast eine Woche dabei sein. Da hilfst du dann so ein bisschen in der Gemeinschaft mit, 4 Stunden am Tag, und kannst dann einfach sozusagen wirklich da auch leben und das Gefühl haben, wie das da so ist. Also mal reinspüren. Oder es gibt auch eine ganz kostenfreie Variante, da hilft man ein bisschen mehr mit, das habe ich gemacht. Als ich da ankam, ich war als Sommergast gemeldet, wurden noch Leute gesucht für den Zeltabbau. Ja, da sind im Sommer ganz viele Feste und da kommen ganz viele Leute und da werden dann extra Zelte im Garten aufgebaut und ich war mit in der Gruppe, die abgebaut haben. Und weil die Gruppe der Zeltabbauer kleiner war, wir waren glaube ich so 12 und die Sommergäste waren 30 und ich mag lieber kleinere Gruppen, habe ich mich dann entschieden, in die andere Gruppe zu gehen. Dafür hat man ein bisschen mehr gearbeitet, 5,5 Stunden am Tag, glaube ich. Und ja, wir waren den ganzen Tag quasi beschäftigt mit Zeltabbau. Hatten aber natürlich auch noch Zeit für uns und Gemeinschaftszeit. Gemeinschaftszeit entweder mit unserer kleinen Gruppe, mit den Zeltabbauern oder Zeltabbauerinnen. Oder auch mit den Sommergästen zusammen. Also dann waren wir fast eine Gruppe von 50 Leuten.
Und es war wirklich, wirklich richtig schön. Also wir haben dann in der Gemeinschaftszeit, haben wir zum Beispiel mal über Gemeinschaft gesprochen. Wir hatten einen Saunaabend. Wir hatten in der Gemeinschaftszeit auch mal das Thema Beziehung, Partnerschaft, Sexualität. Ja, also alle Themen, die dort halt auch so, die sich auf die Fahnen schreiben, haben wir dort kennengelernt. Und dann gibt es da noch so eine Dorfkneipe, wo es ganz schön gemütliche Ecken gibt und auch eine große Liegewiese. Und das fand ich richtig schön und ich bin ein Mensch, ich mag körperliche Nähe, mich nährt das. Das habe ich dort auch nochmal mehr gemerkt und es war so schön, einfach ganz viele Menschen zu treffen, denen es ähnlich geht. Und dadurch war das total leicht, in körperlichen Kontakt auch zu kommen. Ja, dann da auf der Liegewiese zu liegen und aneinander gekuschelt da irgendwie zu sein. Und die Menschen, die dorthin kommen, sind auch alle sehr bewusst und sehr gewillt, miteinander in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen. Und es ist echt ein Geschenk, dort gewesen zu sein. Und ich habe es sehr genossen. Ich habe mich sehr zu Hause gefühlt und hatte auch ganz viel Glück mit meiner Gruppe. Also wir waren echt eine schöne Gruppe, die gut zusammengearbeitet hat. Es war toll, irgendwie was gemeinsam auf die Beine zu stellen, mit den Händen tätig zu werden und ja, da sich das gut gehen zu lassen und quasi entspannt zu arbeiten, Zeit zu haben, sich kennenzulernen, auszutauschen. Ja, dieser Ort zieht wirklich super spannende Leute an. Und ich habe in dieser Zeit halt dann so einen Einblick bekommen. Ne? Es gibt die Roger und Susanne, die unsere Gruppe geleitet haben, sind auch die Personen, die im ZEC die Liebesakademie haben. Es gibt auch noch andere, eine Liebesschule. Also dieses Thema mit der Liebe ist da wirklich sehr groß geschrieben. Und da gab es dann auch so einen Aha-Moment für mich. Und zwar habe ich da irgendwie gemerkt, okay, es ist okay, dass ich das lerne. Ja, ich muss da jetzt noch nicht perfekt sein und alles wissen über Liebe, über Beziehung, über Partnerschaft, über die Beziehung zwischen Mann und Frau und Frau und Frau und Mann und monogam und polyamor. Und dort sind sie wirklich allem total aufgeschlossen. Es wird auch gesagt, dass das ZEC ein gelebtes Experiment ist. Und die Menschen leben dort wirklich sehr dicht und sehr, also nah beieinander. Und auch, die haben einmal in der Woche so eine Gemeinschaftszeit, was ich sehr intensiv finde, und ich habe richtig gemerkt, ja, ich habe auch Lust auf diese intensive Art von Gemeinschaft, so, wo man wirklich sich füreinander interessiert, sich zeigt und gesehen wird und sich untereinander unterstützt und miteinander wächst und füreinander da ist. Und ich hatte das allererste Mal an meiner Heilpraktikerschule, an der Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin, wo ich ja meine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht habe, da hatten wir auch das Fach Liebeskunde. Da habe ich das zum ersten Mal erfahren. So, ne? Aber jetzt richtig Klick gemacht hat es hier. Weil ich bin jetzt mal sehr offen und zeige mich sozusagen mit einer für mich vermeintlichen Schwäche. Aber ich habe immer das Gefühl, ich bin ein Liebesding wie ein Teenager. Also noch sehr so anfängermäßig drauf. Und also was so den Umgang mit Männern und ja, wenn es so näher wird und so, da ich bin sonst, habe ich schon viel Erfahrung in vielen Dingen, ich habe kein Problem Gruppen zu leiten und so, aber wenn es dann so an die, ja, an den Kontakt zwischen Männern und Frauen geht, dann da bin ich eh so ungeübt, unerfahren. Und fand es toll, also ich habe jetzt seit circa 2-3 Jahren habe ich das mehr in mein Leben eingeladen und habe wirklich wunderschöne Freundschaften zu Männern aufgebaut, was ich davor gar nicht hatte und mir gar nicht vorstellen konnte. Und ja, da war das nochmal ein Schritt, ging es nochmal einen Schritt weiter, weil da dieser Ort zieht sehr viele gute, herzliche Männer an. Und ich bin jemand, ich brauche sehr viel Vertrauen, um mich öffnen zu können. Und ja, das konnte ich dort. Ja.
Und es ist so schön, weil dort so offen und ehrlich über alles gesprochen wird. Ja? Und ich hatte das Gefühl, ich kann da so sein, wie ich bin, ja, mit meinen Schwächen, mit meinen Ängsten und kann da offen drüber reden. Und es ist ein Ort, ich habe ja schon viel Erfahrung mit Gemeinschaft, ich halte mich für sozial kompetent. Und diese Gemeinschaft gibt es jetzt seit 25 Jahren und ich habe echt das Gefühl, da kann ich auch noch was lernen. Ich meine, man kann immer überall was lernen, aber ich war auch schon in Gruppen, wo ich mehr das Gefühl hatte, ich gebe von meinem Wissen was rein. Und da habe ich das Gefühl, ich kann was nehmen. Ja, ich kann was lernen. Diese Gemeinschaft funktioniert auch soziokratisch. Soziokratie habe ich ja kennengelernt, als ich das Angel and Trends Festival, was in Taucha, also bei Leipzig immer stattfindet, seit fast 10 Jahren jetzt stattfindet, einmal mitgemacht habe als Organisatorin mit. Und da haben wir auch schon soziokratisch gearbeitet. Das ist eine Organisationsmethode, mit der man so große Gemeinschaften strukturieren kann, um schnell an Lösungen und Entscheidungen zu kommen. Ja. Und wir haben dort verschiedene Sachen halt, wie gesagt, in diesen Gemeinschaftszeiten kennengelernt. Und ja, da habe ich einfach gemerkt und gestaunt, wie offen die Menschen, die dort leben, ja, wie offen die darüber reden und wie normal und alltäglich das ist. Und das hat mich echt beeindruckt. Und deswegen bin ich auch noch mal ein zweites Mal hin, weil ich wissen wollte, war das jetzt so eine Eintagsfliege, dass ich mich da so zu Hause gefühlt habe, oder ist das einfach echt ein Ort für mich, so, an den ich zurückkehren möchte, an den ich auftanken kann. Ne? Die haben da auch so einen Garten, wo ganz viel Obst und Gemüse wächst, was man halt im Sommer dann einfach übers Gelände schlendert und auch was ernten kann. Es gibt einen Löschteich, in dem man baden darf auf eigene Gefahr. Und wie gesagt, man kriegt 3-mal am Tag leckeres, veganes, rohes, vegetarisches Essen. Und was kann ich noch berichten? Ja, ich war dann das 2. Mal da. Das Feuer ist doch ganz schön warm. Dann war ich noch ein 2. Mal da. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich mit Familienaufstellung arbeite. Und ich hatte aber schon lange keine eigene Aufstellung mehr für mich gemacht. Und habe mich dann dort für ein Aufstellungswochenende angemeldet. Das ging von Freitag bis Sonntag. Und dort war auch das Thema Sexualität, Liebe, Partnerschaft. Ja? Und ja, ich kann nur sagen, ich hatte wieder ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Zeit da. Wir waren wieder eine ganz tolle Gruppe. Ich habe auch diesmal noch mehr Menschen kennengelernt, die dort leben oder schon länger verbunden sind mit dem Ort. Und ja, es ist, also ich kann es jedem nur empfehlen, der auch in diesem Bereich lernen und wachsen möchte. Weil dort, ja, das ist, dieser Ort ist so ein Magnet für Menschen, die sich, ja, wo die Gemeinschaft wirklich leben wollen, authentisch und ehrlich. Und ich meine, ich war jetzt erst 2-mal da. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht auch irgendwas Kritisches äußern kann. Kann ich im Moment noch nicht. Vielleicht, wenn ich länger mal da bin oder öfter da bin, dass ich dann auch irgendwie was sagen kann. Aber im Moment bin ich noch sehr erfüllt einfach davon. Und ich hatte bei dem Ausstellungswochenende auch das Glück, einen der regelmäßigen Tanzabende zu erleben. Da gibt es auch eine, ich sag jetzt mal, Disco oder ja. Und das war auch total schön, weil ich wusste, ich kann da so tanzen, wie ich will. Ich weiß nicht, wer mich schon mal tanzen gesehen hat, der weiß, ich tanze gern sehr, sehr frei und wild und ja. Und das konnte ich dort machen und ja, es war einfach. Also schön, das auch mal so mit zu erleben. Ja, so ein Ort, wo das auch regelmäßig praktiziert wird. Ich tanze super gerne und da dachte ich so, ja, wow, also vielleicht ist das ein schöner Ort, um da einfach regelmäßig zu sein und das regelmäßig zu erleben. Und weil ich gemerkt habe, dass mich das wirklich sehr, sehr nährt dort. Ja. Ja, ich glaube, ja, bis dahin erzähle ich erstmal. Wenn du noch Fragen hast, schreib die gerne in die Kommentare. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das, dann verpasst du kein weiteres Video.
Und ja, wenn du selber sozusagen die etwas über Liebe lernen möchtest, ja, weil das ist ja leider noch kein Schulfach, ne? Ich glaube, dass Liebe, Gemeinschaft, Beziehung untereinander auf eine ehrliche, authentische, offene Art und Weise, dass das echt noch, ja, dass es einen großen Bedarf danach gibt, dass das unserer Gesellschaft sehr, sehr gut tun würde. Und ja, was ich noch sagen kann, ich bin wirklich auch erstaunt, da leben auch viele junge Leute und Familien. Und genau das ist noch was, was mir da sehr, sehr gut gefallen hat. Das wirklich, das hätte ich auch vorher nicht gedacht. Aber was weiß ich, die Jüngsten sind da irgendwie 18, also gibt natürlich auch Kinder, ne? Aber jetzt von denen, die da leben oder die da in die Seminare gehen. Von 18 bis 70, 80 ist da alles vertreten und das fand ich richtig schön, dass es so eine große Altersdurchmischung gibt und zu merken, dass dieses Thema, dass diese Themen wirklich jede Altersstufe betrifft und dass das anzieht, so, ne? Und ich weiß gar nicht, wie ich mal darauf gekommen bin, dass ich irgendwie dachte, so Sexualität zum Beispiel lebt man nur bis 30 oder 40 und danach nicht mehr. Und dort zu sehen, nein, das ist ein Leben lang Thema. So. Und dass da, das, und ja, das, du kannst zu jedem Moment anfangen und du kannst auch das, egal in welcher Situation oder wie erfahren oder nicht erfahren, also du kannst da immer wieder weiter was dazulernen. Und das finde ich richtig, richtig schön. Genau. So, jetzt habe ich da noch ein bisschen was gequatscht. Ja, ich freue mich, wenn du bald wieder einschaltest. Hier werden jetzt gleich noch zwei Videos erscheinen. Vielleicht magst du da weiterschauen. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Alles Liebe dir. Ciao.